Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy mit dem duften Typ und der duften Mieze und wir sind wieder zurück in Tempest. Die letzte Unterbrechung war ein Notfall. Der Kater musste mir etwas ganz Wichtiges zeigen, nämlich die Wohnungstür. Ganz, ganz lustig. Wir haben unsere Klassenquest jetzt abgeschlossen und können jetzt endlich zu Grenold gehen, der nämlich eine Muse brauchte, eine Inspiration, eine Story, die ihn endlich das machen lässt, was wir brauchen, nämlich eine Lampe. Mir fällt nichts ein, ich hab's einfach nicht drauf. Ist wohl doch am besten, wenn ich wieder Teekessel flick. Na los, erzähl die Geschichte. Es war einmal vor langer Zeit, vor 100 Jahren. Was hast du denn da? Ein kleiner Moment. Erstmal mein Schluck Kaffee. Der Kristall ist wunderschön. Er funkelt mit dem Lachen und den Tränen eines schweren, aber lebenswerten Lebens. Als hätten sich die Turbulenzen der Geschichte selbst manifestiert. Und erst dieses Leuchten. Es enthält Hoffnung und unbeugsamen Willen. Das ist das Licht, das die Ondo ihren Alten schicken sollten. Ja, ich habe eine klare Vision. Ich werde die Lampe bauen. Wo sind meine Werkzeuge? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich muss die jetzt nicht suchen. Ich sehe die Lampe ganz deutlich vor mir. Mach Platz! Hier fliegen jetzt die Fetzen! Wer sagt denn? Fertig! Ich habe mich von den Geschichten des Kristalls inspirieren lassen und eine Lampe zusammengehämmert, die mit den Hoffnungen und Wünschen einer ganzen Welt erstrahlen. Boah, ist die hässlich. Und hübsch aussehen, anzusehen ist sie auch noch. Ich hab's halt drauf. Nein. Was habe ich mir bloß gedacht, mich selbst Unhandwerker zu nennen? Ich bin ein Überhandwerker. Schuld sind nur die verdammten Alten. Alles können sie besser. Ich habe versucht, ihre Arbeiten nachzumachen. Aber jedes Mal bin ich gescheitert. Ganz Northrend habe ich abgegrast, als es... habe alles gelernt, was es zu lernen gibt. Jeden Kniff, jeden Trick. Ich habe diese Werkstatt auf dem Boden des finstersten aller Meere gebaut und das Schmiedefeuer nie erlöschen lassen. Und immer wieder bin ich gescheitert. Wait, wie hast du das Holz hier runtergebracht? Wir wissen, ihr Wissen ist verloren. Niemals werde ich so gut sein wie sie. Als ich das einsah, war ich am Boden zerstört. Doch dann kamst du hier reingeschlendert mit einem Lichtkristall und hast mir gezeigt, dass es auch anders geht. Ich will gar nicht so genau nachbohren, aber du hast, du siehst mir wie jemand aus, der lange auf Reisen war. Und auch die Erinnerungen in dem Kristall sprechen von einer langen Reise, so wie man sie nur aus Liedern kennt. Die Geschichte des Scheiterns und der Siege, sie trafen mich direkt ins Herz. Und da spüre ich sie immer noch. Sie inspiriert mich noch, sie inspiriert mich zu noch mehr Arbeit. Ich muss den Hammer wieder schwingen, das ist meine Bestimmung. Ich habe eine Aufgabe. Ich werde dir Dinge hämmern, die du noch nie gesehen hast, angereichert mit den Geschichten des Kristalls. Aber bevor ich neue Aufträge annehme, sollte ich vielleicht den für die Schuppenhäute abschließen. Würdest du für mich die Lampe zu Tolls Art schleppen? Dort hämmer ich in der Zwischenzeit ein paar neue Klamotten für dich zusammen. Ich habe da schon ein paar Ideen. Ja klar, gar kein Problem, aber ich brauche keine. So, ich kann jetzt mit ihm reden, kann hier Vermächtnis der Helden und kann mir den gesamten Spaß ranholen. Aber wie ihr seht, das ist alles Item Level 430. Wir tragen aber schon vollständig 480. Wupp, wupp. Dementsprechend, meh.
machen wir die Quest weiter. So, teleportiere dich wieder zu den kleinen Fischköppen. Denn dort geht unsere wundervolle Main Quest weiter. Die wir... Die tatsächlich auch gleich uns an ein paar Windätherquellen vorbei schlendern lässt, glaube ich. Also denn... Was hast du denn da, Landlerin? Ich habe eine unglaublich hässliche Lampe. Aber du kannst sie haben. Die Lampe für die Mauern der Vergessenen. Wir werden die Leuchten der Alten erwidern. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Psst, meine Leute sagen, dass ihr ihnen überall im Becken helft. Und jetzt kommst du und bringst mir das Licht, das uns heilig ist und das uns zu den Alten sprechen lässt. Dies ist das letzte Zeichen, das ich benötigt habe. Die Alten haben eure Schritte zu uns gelenkt. Daran habe ich keine Zweifel mehr. Die Ondo werden nun ihr Licht in das erleuchtete Land strahlen, auf das die Alten wissen, dass wir sie erwarten und ihre Mauern für sie gehütet haben. Ruf deine Freunde zusammen. Komm zu den Mauern der Vergessenen. Sobald wir unsere Gebete gesprochen haben, werde ich mich bei euch bedanken. Mit Tod und Wut und Schmerz. Kommt, Beschützer der Ondo. Kommt in den Glanz unserer Lichter. Der Kristall, den du dem Meister gezeigt hast, gehörte er meinen Freunden? Ob du es glaubst oder nicht, ich habe auch noch andere Dinge zu tun, als dir überall hin zu folgen. Sag, wie bist du an den Kristall gekommen? Er gehörte also Brandon. Dies nach all der Zeit zu erfahren. Sie waren gute Freunde. Jeder von ihnen. Wer hätte gedacht, dass man nach seinem Tod noch so viel Neues erfährt? Über dich, über Seto, darüber, wie viel Kampfgeist noch in dieser Welt steckt. Ich bin kein Freund langer Plaudereien, aber wenn ich meine Freunde durch irgendein Wunder noch einmal wiedersehen könnte... Wir hätten uns viel zu erzählen. Du hast mir viel gegeben. Ich verspreche, dass ich dich bis zum Schluss begleiten werde. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Es scheint, als hätten wir uns ihr Vertrauen verdient. Sie haben es uns nicht leicht gemacht, aber die Mühen haben sich gelohnt. Letztendlich aber warst du es, die sie überzeugt hat. Mal wieder. Ishtola sagt, dass die Gebäude wahrscheinlich aus der Zeit der Ashians stammen. Hier haben sie also gelebt. Als Imezelch uns von ihrer Vergangenheit erzählt hat, konnte ich es mir gar nicht richtig vorstellen. Ich auch nicht. Es muss eine beeindruckende Stadt gewesen sein. Kein Wunder, dass sie sich nach ihrer Heimat sehen. Auch nach so langer Zeit noch. Diese Narren. Auch wenn man alle Welten miteinander vereint,
Die Toten kommen dadurch nicht zurück. Aber vielleicht würde ich es genauso machen. Wie geht es dir? Ist das Gebet beendet? Ja, wir haben den Alten unseren Dank und unseren Respekt gesandt. Euch danken wir auch. Würdest du uns dann mehr über den leuchtenden Ort erzählen, von dem du sprachst? Westlich von hier ist ein großer Graben. Er lag immer in tiefer Dunkelheit, doch seit kurzem strahlt ein Licht aus ihm empor. Wir schwammen, um uns die Quelle des Lichts anzusehen, und fanden eine große Stadt. Zu unserem Erstaunen sahen wir, dass die Häuser dort aussehen wie die unseren. Wir verstanden sofort, die Alten waren erwacht. Es gibt keinen Zweifel. Voller Schrecken kehrten wir zu den Betten zurück. Und ich befahl, dass sich niemand dem Graben zu nähern habe, bis wir ein Zeichen bekämen. Können wir uns diesen Ort der Alten ansehen? Ja. Jetzt, da das Wasser verdrängt ist, braucht es weder Kieme noch Flosse, um dorthin zu gelangen. Ihr seid das Zeichen, auf das wir gewartet haben. Wir werden euch den Weg weisen. Komm, das sehen wir uns an. Nanu, eine unterirdische Stadt, mitten unter Wasser, beziehungsweise jetzt irgendwie mitten unter Wasser in Luft. Und, na gut, gucken wir doch mal, wo das Gebiet ist. Der Alte, der Älteste hat mir befohlen, euch das erleuchtete Land zu führen. Folgt mir nach unten auf den Weg, der aus Stein und Korallen. Deine Freunde sind bereits vorgegangen. Okay. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Und diesmal fahren wir lieber Motorrad. Ich fahre... Fuck! Okay. Aber... Oh fuck. Jetzt... Okay, wir warten jetzt doch lieber erstmal, bis wir genügend Lebenspunkte haben. Wobei, könnt ihr auch einfach mal eben schnell selbst heilen. So. Jetzt können wir hier durch die Gegend fahren. Njom. Ah, da sind meine Freunde. Hallo, Freunde. Ist alle da? Dann beschreibe ich euch nun den Rest des Weges. Betrete die Höhle und steigt entlang ihres... Fuck, dieses Drecksvieh. Ich dachte mir schon so... Vielleicht kommt der uns ein paar Millimeter zu nah. Töte meine Freunde, aber nicht mich. Olle Cheater, die bekommen keinen Schaden. So, nun aber. Ist alle da? Dann beschreibe ich euch nun den Weg, den Rest des Weges.
betritt die Höhle und steigt entlang ihrer Wand immer weiter nach unten und unten und unten. Wenn ihr den Grund erreicht habt, findet ihr den Tunnel im Nordwesten und folgt ihm nach Westen und Westen und Westen. Psst, zu Fuß ist es beschwerlich. Bleibt nah beieinander und verlauft euch nicht. Wenn ihr alles richtig macht, erreicht ihr Kalibans Nistplatz und die Barriere, die wir davor errichtet haben. Sie wird weichen, wenn die Gesandten eine Hand heben. Dafür haben wir gesorgt. Und dann sind wir im erleuchteten Land. Verstanden. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Also dann, runter mit den in die finsteren Tiefen mit uns. Oh, das war Alize. Na gut. Moin. Nordwesten. Ach, Mensch, da drüben ist sie ja schon. Die Buffs sind ausgegangen. Sehr schlecht. Also die Gilden-Buffs meine ich damit. Und yay! Hier geht nämlich endlich die Windäder-Quellensuche weiter. Und wir haben jetzt schon mal zumindest die Hälfte. Zumindest hier haben wir die Hälfte. Wo ist die nächste? Die nächste befindet sich im Westen. Das ist doch praktisch, weil wenn wir erstmal nach Norden und Norden und Norden müssen und dann nach Westen, Westen und Westen, dann sind wir ja eigentlich schon mal ganz gut auf dem Weg. So, ich will hier diesmal nicht einfach schnurstracks runterfallen, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass ich dann mitten in irgendwelchen Gegnergruppen aufwache. So, aber hier haben wir zumindest schon mal Tankrecht. Und von was? Südwesten. Ein paar Jalme. Egal, wir folgen jetzt erstmal Urianga. Wo sollen. Wir sollen bis zum Grund der Höhle und dann nach Westen, hat sie gesagt. Doch der Weg ist alles andere als geradlinig. Ich werde ihn sorgfältig auskundschaften und die anderen leiten. Das machst du aber toll. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich, Urianga. Aber Moment, wenn das Südwesten ist, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir doch hier lang müssen. Oh, hier ist gar kein Weg. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Das Gute ist, dass man hier nicht wie bei WoW oder Herr der Ringe von den Fahrzeugen gestoßen wird, sobald man angegriffen ist, sondern einfach ignorant weiterfahren kann. Das macht die Sache für uns ein bisschen angenehmer. So, immer noch Südwesten. Jetzt sind wir aber hier auf dem richtigen Weg, glaube ich. Wir folgen einfach den Windätherquellen. Hier irgendwo muss sicherlich eine sein. Immer noch Südwesten. Wir bewegen uns schon in Richtung Südwesten. Das ist gut. Das heißt hier vermutlich irgendwo so. Nordwesten. Und jetzt? Nordwesten. Okay. Ah, da oben. Ja, perfekt. Alfino steht hier und wartet schon auf uns. Sieh, Dufte, es gibt zwei Wege über den Spalt. Südlich über den Fels ist es länger, aber man kann auch über die Korallenzweige balancieren wie Alize. Ich folge natürlich meiner Schwester. Mach das mal. Wir folgen der Spur der Windätherquellen. Denn jetzt geht das Windäderquellensammeln, glaube ich, zumindest, was die auf der Karte angeht, ein bisschen schneller. Ja, seht ihr? Nochmal Richtung Westen. Also quasi Westen, Westen und Westen. Und dann sind wir dann auch irgendwann da, wo wir hin müssen. Nochmal hier runterspringen. So, immer noch Richtung Westen. Nein, bleib mir fern, du hässliches Etwas. Geht doch. Da bist du ja, ich warte schon. Ich glaube, ich habe den Tunnel gefunden, den wir suchen. Komm, ich zeig ihn dir. Okay. Das ging ja tatsächlich ein bisschen flott. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber in Westen. Westen.
Ist über uns irgendwas? Nö. Ich kann jetzt nicht sehen, dass wir irgendwie hier... Oh. Dass wir irgendwie voll gegen... voll in einer Höhle sind oder so. Ah, das sieht mir doch schon sehr... nach einer Barriere aus. Und einer Windätherquelle. Mhm. Nom, 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 nom. So, dann müssten uns nur noch drei oder so fehlen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, gut mitgezählt. So, und wo sind die? Nordwesten. Okay. Dann bevor ich hier rüber gehe, düse ich erstmal nach Nordwesten diese Klippe hoch. Ich glaube, da irgendwo auf dieser Klippe oder sowas werden wir dann die nächste Windätherquelle finden. So, 269 Jahre in Richtung Westen. Gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Westen. Westen, nee, nee, nee. Wir haben hier anscheinend schon alle. Na, dann können wir auch gleich direkt hier weiter rollen. Das Ärgerliche ist, uns fehlen natürlich noch 4 Windäder-Quests. Und wir haben keine mehr hier in dem Lager der Fischköppe. Na gut. Dann mal hier durch die Barriere. Alizé weiß, wie das geht, oder? Hier ist die Barriere. Bei den Göttern war das anstrengend. Eine gute Erinnerung daran, wie dankbar man seinen Vorgängern für die Wege sein sollte, die sie durch die Wildnis schlugen. Der Pfad war türkisch in der Tat. Und jetzt hebt einer von uns die Hand, um die Barriere zu öffnen, so wie es der Anführer gesagt hat. Ich denke, die Ehre gebührt dir, Dufte. Okay. High Five Barriere. Sie ist einfach verschwunden. Dann können wir ja weiter. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass der Weg vor uns leichter ist als der hinter uns. Wir sollten vorsichtig sein und genau aufpassen, wo wir hintreten. Weise Worte, werter Sir Tankrit. So, wollen wir hier mal gucken. 239 Jahre Richtung Westen. Okay. Höhle entlang. Nee. Geh mir nicht auf Keks, lass mich in Ruhe. Ich will da lang. Oh fuck. Jetzt sammle ich einfach mal alles ein, was wir einsammeln können. Nein! Ich will da nicht in der Ecke stehen bleiben. Nordwesten, das klingt aber eher so, als ob wir hier hoch müssen. Ah ja, gut. Orange wartet hier auch schon. Ach, da ist sie. Perfekt. Damit fehlen uns nur 2 Windätherquellen. Und die befinden sich im Süden. Also da lang. Diese Höhle da sieht so aus, als ob wir da weiter müssen. Und das Loch in dieser Höhle. Wir sind ja eigentlich in der Höhle. Das ist die Stadt. Sie ist ja gewaltig. Dann seht ihr sie also auch?
Die Gebäude im Dorf der Ondo sind echte Ruinen. Doch diese Stadt ist anders. Sie ist eine Illusion. Krass, Leute. Lauft. Wir haben Rapture City entdeckt. Okay. Wie auch immer. Meinetwegen sollen da ruhig Big Daddies und Little Sisters durch die Gegend laufen. Das ist mir völlig Wurst. Hallo, wir sind die Kriegerin der Dunkelheit. Wir kommen damit klar mit düsteren Gestalten. Ich habe Angst. Ist dir das auch aufgefallen, Dufte? Die Gebäude sind im gleichen Stil gebaut wie die Überreste der Ondo-Becken, in den Ondo-Becken. Oder die auf dem Wandmalereien in den Irrungen. Die Ruinen waren Emmet Selch nicht genug. Er musste die gesamte Stadt auferstehen lassen. Ihre Ausmaße sind gigantisch. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie viel Äther, welche gewaltigen Magieströme er dafür in Bewegung setzen musste. Es fällt mir schwer zu sagen, aber ich glaube, wir haben den Aschien unterschätzt. Ach nö, ist schon okay so. So ein Mist hier, diese Stufe 7. Materie sind so unnötig. Ja, komm, nehmen wir Speed. Alizée hat bestimmt einen besseren Plan. Wie soll man denn etwas in einer Stadt finden, die gar nicht wirklich existiert? Aber irgendwo muss man ja anfangen. Wie wäre es, wenn wir auf dem großen Turm da im Südosten steigen und uns einen Blick verschaffen? Von der Kante des Grabens aus kommen wir vielleicht drauf. Ah, der große Turm. Ja, ich sehe ihn jetzt. Oh, das passt sich sehr gut. Zufälligerweise führt da auch eine Windätherquelle hin. Scheinbar. Oder? Nee, nicht ganz. Ja, okay. Sehr schön, sehr geschickt gestellt. An dieser Stelle. Man kann hier einmal die komplette Stadt erkundschaften. Können wir mal hier so angucken. Achso. Krass. Ja, diese Stadt ist schon ein ziemlicher Koloss. Aber die sieht doch echt aus wie Rapture, oder? Die hat doch was von Rapture. Rapture, stellt euch jetzt mal vor, das Ganze wäre unter Wasser und hier fliegen so kleinere U-Boote durch die Gegend, so zwischen den Häusern. So, ach du Kacke. 1600 Richtung Osten? Achso, ja klar, hier hinten ist ja auch noch eine ganze Menge. Ich dachte gerade so, wait, warum ist sie jetzt Richtung Osten? Wenn die jetzt irgendwo doch hier hinten sein sollte oder so, dann muss ich schon mal weiter gucken. So, fahren wir hier erstmal ein bisschen rum. Da ist auch schon ein riesiges Gemäuer hier. Können wir hier nicht einfach runterspringen oder so? Hey, hey, das war mein... Ne, wir kommen hier nicht runter. Schade. Oh. Ein riesiges Tor. Das sieht doch so aus, als ob wir uns das mal näher angucken sollten. Aber nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten. Wir sehen uns wieder zu Let's Play Final Fantasy 14. In, Rapture.